Speicherbereich, der speziell für das Starten des Computers vorgesehen ist, dass dort Linux installiert werden soll. Und das soll dann mit den Programmen Nerf und Heads passieren. Und was der Herald jetzt sagt, ist, dass das Projekt eben diese Boot-ROMs ersetzen will mit Linux, die halt dann auch quelloffen sind und auch besser angepasst werden können. Vielen Dank und einen großen Applaus für General Hudson. Tremel Hudson. Den Boot-Prozess abzusichern ist sehr fundamental, um ein sicheres System zu haben, weil die Sicherheitslücken in Firmware alles betreffen können und auch unter dem Betriebssystem vorbei Sicherheitslücken erzeugen, die dann auch vom Betriebssystem halt nicht abgefangen werden können. Und das alles abzusichern ist keine neue Idee, denn mein Kollaborator hat seinerzeit ein Projekt namens Linux BIOS gestartet, das später dann auch Coreboot wurde und er hat dann halt versucht, im BIOS ein Linux-System zu erschaffen. Wie ich bereits sagte, ist Linux-BIOS dann in Coreboot übergegangen und der Linux-Teil wurde dann entfernt und mittlerweile läuft das auf Chromebooks und es läuft auch auf einigen Laptops, die ich dann auch vorstellen werde. Leider unterstützt es noch keine Server-Mainboards. Und die meisten Server verwenden die Intel Unified Extension Firmware Interface, also UEFI. Und Intel hat die 16-Bit-BIOS-Systeme immer mehr mit UEFI-Systemen ersetzt. Und das Ding ist halt, dass UEFI sehr kompliziert ist. Und weil es mehrere Phasen gibt, die durchlaufen werden müssen, um ein System zum Starten zu bringen. Zunächst einmal ist da die Verifikation, also die Kontrolle, dass alles intakt ist. Und dann ist da die PAE-Phase, also die vor der EFI-Phase sozusagen, die durchlaufen werden muss. Dann kommt das Treiber-Ausführungs-Umgebung, die aufgebaut werden muss. Und das ist da, wo die ROMs initialisiert werden und auch der PCI-Bus und weitere Systeme werden initialisiert. Dann wird das Boot-Device, also von welchem System gestartet werden soll, also welche Festplatte gestartet werden soll. Und dann kommt der Bootloader, wie zum Beispiel Grub, der gestartet werden soll. Und was wir vorschlagen, ist, dass wir all das mit Linux einfach ersetzen, also mit dem Linux-Kernel. Wir können die gesamte Integration aller Gerätschaften in einem Computer mit einem Linux-System ansprechen und dann auch das alles viel besser verwalten und ansteuern. Und das würden wir dann auch mit dem K-Exec-System machen, um alles anzusprechen. Und der Grund, warum wir Linux hier verwenden wollen, ist, dass wir dadurch ein mehr sicheres System haben, aber auch mehr Flexibilität und auch mehr Widerstandsfähigkeit. Was Sicherheit angeht, ein wesentlicher Punkt ist halt, die Angriffsfläche zu reduzieren. In der DXE-Phase gibt es einfach sehr, sehr viel Code, der ausgeführt wird. Und es gibt ungefähr 400 Module, die geladen werden. Zum Beispiel der UEFI Option ROM. Und wenn man verstehen will, wie gefährlich diese Sachen sind, könnt ihr euch die anderen Sachen, die ich schon veröffentlicht habe, anschauen. Und dann gibt es auch noch ein Modul, das das Bild beim Starten des Computers anzeigt. Und da gab es dann auch entsprechende Probleme in der Vergangenheit. Und dann gibt es noch viele weitere Module, die und unter anderem auch HTTP und HTTPS-Module in diesem elementaren System. Und das sind sehr
Und dann gibt es natürlich die ganzen Legacy-Unterstützung für alte BIOS-Systeme, um Kompatibilität zu behalten. Und da ist halt einfach sehr viel Angriffsfläche. Und dann gibt es weitere Module, so MSFTPOM Activation, wo wir einfach nicht wissen, was die machen. Und es ist, ja, einige Sachen sind auch einfach sehr alt und es ist unklar, ob sie immer noch sozusagen gut genug sind. Und auf Linux-Systemen verwendet man meistens den Bootloader Grub. Und ihr seid wahrscheinlich damit mit Grub vertraut. Und Grub bringt sein eigenes Dateisystem oder seine eigene Implementierung für Dateisystemansteuerung mit. Und das sind ungefähr 250.000 Zeilen Code im Grub-Project, die das alles ermöglichen. Und das erhöht natürlich alles die Angriffsfläche. Also man hat im Prinzip drei Betriebssysteme, um einen Computer zu starten. UEFI, Grub und dann Linux. Und dann ist natürlich die Frage, was sind die schwächsten Verbindungen in dieser Kette von Startsystemen oder Systemen, die auf dem Computer laufen. Und es gibt viele Möglichkeiten, solche Attacken durchzuführen. Man kann zum Beispiel die Treiber angreifen. Also sowohl Grub als auch Linux als auch UEFI hat Netzwerktreiber und jeder dieser Treiber könnte man angreifen. UEFI hat ebenfalls ein Dateisystemtreiber für einfache Dateisystemtreiber. Grub hat ebenfalls USB-Treiber. Und USB-Implementierungen sind sehr kompliziert und in all diesen Systemen gibt es diese Submodule und ein Angreifer könnte diese Module angreifen, wenn er lokal Zugriff auf diese Maschine, auf diese Sachen hat. Und natürlich Linux, Grub und auch UEFI haben sehr komplexe Treiber. Und das Ding ist natürlich auch, wenn man jetzt auf UEFI-Ebene oder auf Grub-Ebene angreift, hat man natürlich viel tiefer gehenden Zugriff auf das System, als wenn man das auf Linux-Ebene macht, sodass das Betriebssystem halt nicht mehr als Sicherheitsanker fungieren kann. Und das Ding ist natürlich, Linux hat deutlich mehr Leute, die sich den Code anschauen, die Sicherheitslücken entdecken können, als die anderen Projekte wie jetzt Grub oder UEFI-Implementierung. Und ihr könnt euch natürlich fragen, warum verwendet man jetzt nicht Coreboot für die ersten paar Phasen? Und das Problem ist, dass viele Sachen halt nicht dokumentiert sind und es ist schwierig ist, das Ganze einzusetzen, weil man hat halt nur ein binär, also nicht quelloffenen Blob von Funktionalität, der einfach für uns nicht nachvollziehbar ist auf vielen Systemen. Und auf vielen Coreboot-Systemen. Und Coreboot macht tatsächlich Aufrufe in diesen binären Blob auf vielen Systemen, einfach weil der Computer ansonsten nicht zum Starten gebracht werden kann. Und das Ganze dauert dann tatsächlich länger als die PEI-Phase. Das andere Problem ist, dass die meisten normalen CPUs haben Anmerkung des Übersetzers, also er spricht jetzt darüber, dass über die Unterstützung von Legacy-Boot-Systemen und dass es da eben auch noch einige Veränderungen gibt, die das Ganze nicht mehr so einfach machen. Und die schlechten Nachrichten sind, dass es sehr schwierig ist, diese Sachen zu ändern. Und auch mit diesen Sachen Aber wir haben so oder so dann auch ein flexibleres System. Wenn ihr schon mal mit einer UEFI-Shell gearbeitet habt oder auch mit Grub's Menu-Config-System, ist es tatsächlich nicht so flexibel und das Tooling ist einfach auch nicht so gut, wie als wenn man einfach Programme mit Shell oder Go oder mit irgendeiner richtigen Programmiersprache schreiben kann. Und wir können tatsächlich den Linux-Kernel mit den Standard-Linux-Config-Tools konfigurieren. UEFI
unterstützt nur von FAT zu booten, aber bei Linux kann man tatsächlich mit allen, können wir alle Linux-Dateisysteme unterstützen und von denen booten. Können Lux und Crypt-Setup verwenden. Viele UEFI-Firmwares können tatsächlich nur von dem Netzwerkgerät booten, das auf dem Motherboard installiert ist, aber wir können bei Linux von jedem Netzwerk, von jeder Netzwerkkarte booten, die Linux unterstützt. Wir können Pixi benutzen, wir können SSL benutzen, wir können die Kernels, die wir dann booten sollen, kryptografisch messen, also Checksum berechnen und so weiter. Und grundsätzlich ist das alles halt sehr flexibel. Letztes Jahr habe ich die Heads Runtime für Laptops gezeigt, die sehr auf Sicherheit bedacht ist, im InitRAM-FS. Und die im Prinzip eine ja, etwas besser kryptografisch gecheckte InitRAM-FS-Umgebung bereitstellt. Mein Kollege arbeitet an einer Go-basierten Umgebung NERV, der NERV nennt, und das ist komplett in Just-in-Time kompilierten Go-Code geschrieben. Das heißt, durch Go bekommen wir die Speichersicherheit und wir können es trotzdem noch auditieren. Tatsächlich bootet das System auch deutlich schneller, denn UEFI braucht häufig mehrere Minuten, bis zu 8 Minuten, um zu starten. Und mit Linux, das mit NERV gebootet wird, kommen wir bis auf 20 Sekunden runter. Ich habe ähnliche Ergebnisse gesehen auf Intel-Boards, an denen ich arbeite. Und das hier ist tatsächlich etwas, ja, ein System, an dem ich arbeite, vom Start. Jetzt sieht man die PII-Phase und es ruft dann nur einen kleinen Wrapper auf und das startet dann den Linux-Kernel. Und jetzt haben wir hier die ganzen Printcars in Linux drin und nach gerade mal 20 Sekunden haben wir eine interaktive Shell. Und das ist deutlich besser als die 4 Minuten, die das System normalerweise brauchen würde. Also es ist ziemlich schnell. Und ihr habt tatsächlich vielleicht auch gemerkt, dass der Linux-Kernel denkt, dass er unter EFI gebootet wurde. Und warum ist das so? Wir haben einen kleinen Wrapper um den Kernel drumherum. Denn der Linux-Kernel ist selbst in der Lage, die ganze Interaktion mit PCI und so weiter zu machen, denn er vertraut den Einstellungen von den Systemwendern nicht. Und es ist mir auch sehr wichtig, also ich bin sehr froh, dass es im Kongress sehr wichtig ist, dass es um Widerstandsfähigkeit geht hier auf dem Kongress. Und wichtig ist natürlich auch Widerstandsfähigkeit unseren sozialen Systemen. Und wenn man jetzt über Sachen wie Online und Offline, Belästigung und Ärgernissen, Applaus. Also letztes Jahr hatte ich 3 Kriterien für Widerstandsfähigkeit in technischen Systemen vorgeschlagen hatte. Es muss Reproduzierbarkeit, also der Bildprozess muss reproduzierbar sein, es muss messbar sein, was es tut und es muss und dass das System offen sein muss, dass es nicht mehr kontrovers. Und der Grund, warum wir das nutzen, ist, weil viele Firmen halt oder Nutzer, die Firmen wir jetzt nicht mehr nutzen, also nicht mehr kontrollieren, sondern sie lizenzieren sie einfach nur. Und sie produzieren sie nicht mehr selber. Und das bedeutet auch, dass sie normalerweise halt keine weitere Hardware unterstützen. Und wenn es dann Sicherheitslücken gibt, dann müssen wir halt auch selber dazu fähig sein, Patches herzustellen. Ein weiteres Problem ist, dass geschlossene Systeme ohne Quellcode können halt Sicherheitslücken für Jahrzehnte verstecken. Und wenn hier auf dem Kongress jemand darüber spricht, über die Besorgnisse, die wir haben mit der Management Engine, dann haben wir halt das Problem, dass wir diesem System nicht wirklich trauen können. Und es gab dann halt auch Vorfälle, wo wirklich Malware auf sehr elementarer Ebene im Bootprozess installiert wurde. Und wieder Reproduzierbarkeit von Kompilaten ist sehr wichtig und es wird immer wichtiger. Und was wir halt wollen, ist halt, dass wenn man selber den Code kompiliert, dass man das exakt binär das gleiche Ergebnis kriegt wie alle anderen.
Und es gibt dann natürlich verschiedene Gründe, warum sowas nicht klappt. Also wenn man aus Versehen die falsche Library verwendet. Aber es gibt halt auch Fälle, wo wirklich ein Angreifer den Bildprozess beeinflussen könnte. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir immer exakt die gleichen Hashes kriegen und diese Hashes dann auch teilen und jeder weiß genau, was er erwarten kann. Und aber das ist halt noch nicht bei unserer Reproduzierbarkeit also Teil davon, aber wir arbeiten dran. Und Messbarkeit muss halt auch sichergestellt werden. Also zur Laufzeit muss möglich sein, herauszufinden, was gerade läuft, was beim Trusted Platform Module passiert. Und wir wollen halt wissen, was wirklich passiert, wenn das System läuft. Mit der Hetz-Firmware geben wir dem User halt Möglichkeiten, die Sachen am Telefon zu überprüfen, ob die gleiche Software, die der User erwartet, auf dem Laptop tatsächlich gebootet hat. Und das machen wir über Remote-Attestierungsverfahren. Das ist im Rahmen von einem Kollaborationsprojekt mit dem MIT passiert. Und das Ziel von diesem Projekt ist, dass es eine Root of Trust in der Hardware gibt, sodass man sich sicher sein kann, dass der Cloud-Provider nicht mit dem System am System rumgearbeitet hat, auch von dem wir jetzt booten. Und es gibt tatsächlich auch dann diesen Vortrag von meinem Kollegen, der zeigt, wie schwierig es ist, das TPM tatsächlich anzugreifen. Und Teil von dem Ziel, Resilience zu erreichen, ist, oder Widerstandsfähigkeit zu erreichen, ist die Schwierigkeit, die Attacken zu erhöhen. Und das heißt, wenn ein TPM jetzt nur vor einer bestimmten Klasse von Attacken schützt, zum Beispiel nur Attacken gegen Software, dann ist es trotzdem ein sehr großer Schritt. Und wir haben einiges an Forschung, die momentan abgeht. Die Intel Management Engine ist natürlich ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Und wir wollen herausfinden, wie man die meisten Fähigkeiten dieser Management Engine halt entfernen kann. Und es gibt ein weiteres Gerät, der Management Controller, der ein ähnliches Modell, also Zugangsmodell hat für die Management Engine. Und wir wollen besser verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und es gibt ein Projekt, das aus Facebook von Facebook hervorgebracht wurde, wo es darum ging, dass die haben halt ihre eigenen Images, die sie vorinstalliert haben, in ihren Netzwerkgeräten und auch in ihren Speichersystemen. Und da kann man dann auch Linux-Systeme nutzen, um den Bootprozess zu steuern. Und momentan ist es halt auch so, dass man immer noch ein Flash-Programmer braucht, um Linux im Boot-Bereich zu installieren. Und das ist natürlich etwas, was nicht normale Leute einfach so machen können. Und es wäre halt gut, wenn man Systeme hat, die sicher per Default sind. Aber wenn ihr euch beteiligen wollt, wir unterstützen momentan drei verschiedene Mainboards. Intel Mainboard S2600WF und das Dell Mainboard und auch noch das Open Compute Winterfell ist ebenfalls ein Mainboard, das wir unterstützen. In conjunction with OpenBMC, und real potential for having software in our firmware again. Wenn ihr mehr Informationen wollt, das ist unsere Webseite, auch mit Installationsanweisungen. Und wir helfen, also wir wollen euch helfen, mehr sichere und flexiblere Systeme zu schaffen. Und ich danke allen, dass ihr hier seid und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus. Thank you very much, Shamil Hudson. Vielen Dank für diesen Vortrag. Wir haben ungefähr 10 Minuten für Fragen. Bitte stellt euch bei den Mikrofonen an.
Momentan gibt es keine Fragen aus dem Internet. Entschuldigung, eine kurze Frage. Nutzt ihr das bei euren internen Systemen in der Firma? Und wie viele Vendor sind tatsächlich jetzt interessiert daran, das in ihrer Hardware zu unterstützen? Also momentan haben wir keine Systeme, die sich das zunutze machen. Es ist alles noch im Entwicklungszustand. Und mein Ziel von 2018 ist, dass es einen Hardwarehersteller gibt, der das Ganze wirklich so ausliefert. Und wir hoffen, dass wir Linux Boot auf Servern ebenfalls hinkriegen. Microphone number two, please. Die Frage, die ich habe, bezieht sich auf die Größe von Linux. Also du hast erwähnt, dass es Probleme mit UEFI gibt und es ist nicht Open Source und so weiter. Aber das Problem, das du auch gesagt hast, ist, dass der größte Teil von UEFI EDK ist, was ja Open Source ist. Und das heißt, ich muss jetzt mir einfach irgendwie ausdenken, dass der HTTP-Client und so weiter, die du ja auch gezeigt hast, die nur dafür da sind, ihre Firmware runterzuladen. Und ja, was hilft es jetzt, etwas, das schon ohnehin groß ist, durch etwas noch Größeres wie Linux zu ersetzen? Denn ich denke, der Vorteil von der Sicherheitsvorteil ist ja eigentlich, dass man etwas Kleines hat, was verifizierbar ist. Und ja, das ist eigentlich grundsätzlich auch das Problem bei Linux. Und es gibt ja auch andere Projekte, die zum Beispiel Alternativen zu KVM oder sowas bereitstellen, weil KVM eben nicht verifizierbar ist. Also das ist eine gute Frage. Das Ding ist natürlich, dass Linux recht umfangreich ist, also auch von der Komplexität her. Aber da man halt Linux bereits auf dem Server einsetzt, hat man ja bereits Linux. Es ist groß, es ist schwierig zu verifizieren, dass es keine Fehler gibt. Aber das, was wir halt gelernt haben, ist, dass dadurch, dass wir Linux so gut verstehen, können wir halt daraus auch einen Mikrokernel bauen, der halt deutlich einfacher in Komplexität ist. Und ich fände es cool, wenn wir sowas hinkriegen würden. Also wenn wir Wege finden würden, sowas hinzukriegen. Und auch wenn EDK2 quelloffen ist vom UEFI, es gibt aber immer noch eine Menge Closed-Source-Code, der in Kombination mit diesen Modulen benutzt wird, und das können wir einfach nicht verifizieren. Und wir haben einfach nicht den Grad der Einsicht, den der Linux-Kernel hat. Und wenn es halt um Systeme geht, die offen im Internet sind, ist that level of defense that Linux has to deal with every day. Also Linux ist einfach erfahrungsmäßig, hat sich einfach bewährt im Laufe der Jahre als System. Wäre es möglich, andere Plattformen, wäre es auch möglich, Laptops zu unterstützen, die von BootGuard... Also das Problem mit BootGuard auf Laptops ist, dass die CPU... die CPU nutzt einen Verified Boot Mode und es wird nicht den Boot abschließen, wenn die Firmware nicht den Hash vom Hersteller übereinstimmt. Es ist halt schwierig, das zu umgehen. Bei Server-Hardware ist es aber so, dass diese Beschränkungen nicht gibt und dass einfach nur der nächste Schritt im TPM gemessen wird. Also und wenn das dann verändert wurde, Microphone number one, please. Just one question. Nur noch eine Frage, bitte. Thank you. Danke. On ARM, it's very unter ARM ist es oft deutlich schneller, etwas zu booten. Es ist auch viel einfacher. Man hat einfach eine Adresse, man lädt eine BIN-Datei und dann bootet es. Und unter x86 ist ja alles wesentlich komplizierter.
Und die Menge an Code, die du gezeigt hast für Grub, kommt halt aus diesem Grund. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cortex A8 habe, der in 4 Sekunden bootet, um eine Shell zu bekommen, und 6 Sekunden, um eine QT-Anwendung zu starten, inklusive Dashboard für ein Auto, frage ich mich dann doch, warum so ein großer Unterschied für Server da ist im Vergleich zu diesem Auto. Sind es die Peripheriegeräte oder was ist da der Grund? Es gibt mehrere Gründe, die dazu beitragen. Ein Grund ist, dass, also wir untersuchen das auch, wir machen auch Profiling, und was ich gesehen habe, ist, dass auf Dell-System viel Zeit wird damit verbracht, auf die Management-Engine zu warten. Und es gibt auch einen 1-Sekunden-Timeout für die Intel-CPU auf dem System, die CPU aktiviert, also eine CPU zur Zeit, und es gibt da einige Einstellungen in der Firmware, die wir auch nicht verändern können und die dann alle zusammen dazu beitragen, dass es länger dauert. Du hast viel über Sicherheit geredet. Meine Frage bezieht sich eher auf zum Beispiel, es gibt sehr viele Einstellungen im BIOS, im UEFI. Es gibt so Sachen wie Remote Boot, was ja ein ganzer Haufen komische Protokolle, proprietärer Kram ist, also Zeug, das ziemlich schwer korrekt zu handeln ist, gerade in größeren Installationen. Und man kann nicht einfach immer sagen, deploy meine ganzen Booteinstellungen auf das System. Gib mir deine Lösung, irgendeine Möglichkeit, diese ganzen Geschichten bequem und schön zu deployen auf meine Server. Also das ist, sie schreiben ihre eigenen Bootscripts, die dann in der Mass Open Cloud machen sie ein WGET oder SSL Befehl, um den Kernel TPM abzufragen, und ohne Änderung an den VRAM-Variablen zu benötigen. Und diese Sachen können alle ersetzt werden mit einem einfachen Shell-Skript. Es gibt noch eine Frage aus dem Internet. Das Internet fragt, zwei einfache technische Fragen. Weißt du von irgendwelchem Fortschritt oder irgendwelchen erwarteten Ankunftszeiten für das Talos 2 Projekt? Und gibt es, also das Talos 2 Projekt ist ein System, bei dem es um x86 geht, also das, worauf wir uns fokussieren. Und Go Firmware ist eigentlich recht klein, und ich habe mit Heads und Shellscripts gearbeitet, und der Just-in-Time-Compiled-Code und fügt meist nur ein paar 100 KB zum ROM-Image hinzu und auch nur unwesentlich zur Bootzeit. Und der Vorteil von Go ist, dass es speichersicher ist, und es ist eine richtige Programmiersprache. Und es ermöglicht die Initialisierung, die Initialisierungs-Shell-Scripts, also Scripts, dass gewisse Garantien gegeben sind. Thank you very much.